So ihr Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg zum Breggers Schwanen in Bernau. Dort verfilmen wir heute den zweiten Teil von unserer laufenden Serie 1950 bis 1980 wird heute stattfinden. Ja, es hat ein bisschen gedauert, es war Ostern dazwischen. Und ab und zu müssen wir ja auch mal arbeiten. Aber, wie versprochen, jetzt geht's in die Vollen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem zweiten Teil des Berichtes Breggers Schwanen. Ja, liebe Zuschauer, liebe Freunde vom Breggers Schwanen, Herr Bregger sitzt hier neben mir und heute gibt es dann endlich den zweiten Teil von... Jawohl, das ist ein Ausblick in die Historie, wenn man so sagen darf, des Schwanens. Und heute behandeln wir mal ein bisschen intensiver die Zeit zwischen 1945 und 1980. So, genau. So, wir haben hier, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber das ist auch gut so. Die Bilder zeigen wir euch natürlich auch alle. Wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder aus den 50er Jahren. Wenn du mir jetzt sagst, was wir hier sehen. Ja. Also hier haben wir jetzt ein Bild so unmittelbar nach dem Krieg. Da ist der Schwanen ja sehr alt und eigentlich zum Teil auch baufällig. Der Krieg ist durchgegangen, der Erste Weltkrieg war und auch hier Anfang der 50er, Ende der 40er war es einfach auch gar nicht so klar, wie die Situation weitergeht. Es war ja überall, so war ja nicht nur hier in Schwanen. Es war eine ganz komische, schwierige Zeit nach dem Krieg. Mein Vater ist erst 1948 aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen. Bis dahin hat es die Oma gemacht und die hatte natürlich auch nicht mehr so den Drang für viel Investitionen direkt nach dem Krieg. Ist ja eigentlich auch. Ja, was ich hier auf dem Bild sehe, Franz, die Frau Holle hat hier auch gewohnt. Ja? Die Frau Holle hat gewohnt. Man hat damals natürlich die Zimmer, die Gästezimmer, hat man die Betten rausgehängt an die frische Luft und das ist das Haus noch, wo ohne Balkon war. An Gäste waren ja dann Anfang der oder Ende der 40er noch nicht so viel da. Es hat sich dann erst Anfang der 50er Jahre hat sich das erst stabilisiert. Und in gerade Ende der 40er hat man eigentlich noch sehr stark der Landwirtschaft gefrönt sozusagen. Es war ja auch eine Zeit, wo es gar nicht so viel gab und man war eigentlich froh, dass man die Landwirtschaft noch hatte. Die war dann auch bis vor 1980 noch. Und es war eben dann, war man ganz froh, wenn man noch einen Profit aus der Landwirtschaft ziehen konnte. Und wie gesagt, mein Vater kam dann 1948 aus der Gefangenschaft zurück und dann hat man Anfang der 50er Jahre angefangen zu planen und es war ja dann sicher, dass man in den Tourismus, ja, ich möchte jetzt nicht sagen einsteigen, sondern Fremdenverkehr war damals der Begriff. Und so war es auch. Auch der ganze Ort Bernau hat ein bisschen hochgerüstet. Auch unsere Kollegen hier, die ähnliche Gaststätten hatten. Und dann begann diese 50er-Jahre-Zeit. Der erste große Umbau war 1954. Da ist die Küche neu gebaut worden. Und ein bisschen auf Gastwirtschaft getrimmt sozusagen. Der zweite Teil war 1964. Das sind die Stuben, die damaligen Restaurantbereiche oder wenn man Restaurantbereiche sagt, hat alles weggekommen, alles neu gemacht. Da sehen wir dann auch Bilder, wo neu eingedeckt wurde, wo der Kachelofen dann entstanden ist. Das ist alles mehr oder weniger 1952 entstanden. Ja, und wir haben ja hier ein Bild. Kannst du dich noch an die alten Autos erinnern? Das, also da
Ich bin zwar schon eine Zeit lang hier, aber so lang bin ich nun doch wieder nicht. Ich bin erst 1959 geboren. Das war jetzt Anfang 52, 53 und da war noch ein schwarzes Nummernschild. Ich weiß nicht, ob das ein Österreicher jetzt war hier oder ob man damals hier diese schwarzen Nummernschilder gehabt hat. Kann ich Ihnen ehrlich gesagt jetzt auch nicht sagen. Aber das ist jetzt wirklich noch eins hier, wo es 48, 49 würde ich sagen. Okay, ja, man sieht ja, Landwirtschaft wurde großgeschrieben damals. Landwirtschaft wurde großgeschrieben. Mein Vater war ja von der Ausbildung her eigentlich eher eine landwirtschaftliche Ausbildung. Hat sich erst nachher die Gastronomie, das Kochen angeeignet. Er sollte eigentlich der Bauer werden hier im Haus. Der Schwan war ein großer Bauernhof. Und Gott sei Dank hat man doch in den 50er Jahren schon noch Landwirtschaft gehabt, aber man hat dann doch diesen Fremdenverkehrspfad jetzt eingeschlagen, weil Landwirtschaft hier auf 1000 Meter ist halt nicht so erträglich. Das ist gerade so, dass es so reicht, aber man hat sie noch betrieben, aber man hat peu à peu das Gasthaus weiter aufgebaut. 15 Betten, 20 Betten, 25 Betten, 30 Betten. So war etwa die Spanne zwischen 1950 und 1980. So, dann haben wir ja noch wunderschöne Bilder hier. Damals 50er Jahre, die Winter, da gab es ja noch richtig Schnee. Das war noch diese Winter, wie man da natürlich sieht. Das ist anscheinend da immer so gewesen. Meine Mutter hatte immer erzählt, die Winter waren damals von November bis April hätte es Schnee gehabt. Da träumt man heute davon. Je nachdem, wäre es schön sicher zum Skifahren. Ein halbes Jahr Winter und ein halbes Jahr kalt ist auch nicht unbedingt das. Aber es war, glaube ich, schon noch von der Witterung her. Also hier sehen wir es ja auf diesen Bildern. Es war einfach schön. Schön, ja. Traumhaft mehr schön. Schnee dann da. Das ist jetzt hier Anfang der 60er. Hier in Bernau gab es die ersten Skilifte. 1962 sind die gebaut worden. Und das war natürlich dann auch hier auf dem Grund, weil viel Schnee da war. Der Fremdenverkehr hat in gewisser Weise floriert. Und so hat man ja auch gleich dann in den 50er, 60ern hat Bernau in den ersten Ortsprospekten auch als Wintersportort geworben. Und so ist, wie gesagt, ein Skilift, zwei Skilifte, so hat sich das alles nach oben entwickelt. Und landschaftlich war das ja schon immer schön, Bernau. Ja, kommen wir doch jetzt mal, gehen wir doch mal tiefer drauf ein. Der Anfang des Umbaus. Der Anfang des Umbaus, das war 1964. Da ist unter anderem auch diese Stube, wo wir jetzt sitzen hier, diese Uhr, die war damals natürlich schon da. Die ist 1964, sind an sich alle, also die beiden großen Gasträume, renoviert worden, so wie die heute noch sind. Also schön traditionell hergerichtet, so wie wir es jetzt auch noch haben. Und das war 1964, also im ursprünglichen Haus, der erste größere Umbau. Die Küche war dann schon fertig, dann hat man die Restauranträume gemacht. 1954 wurde die kleine Schwarzwaldstube mit dem Thekenbereich gemacht. Das ist also praktisch alles zwischen 1952 und 1964. Wunderschöne Bilder. Sehr schöne Bilder. Das ist hier 1954 gemacht worden. Das ist die erste, die Stube. Der Kachelofen ist neu gemacht worden. Der Thekenbereich hier. Es ist alles 1954 entstanden. Und der Kachelofen haben wir schon in anderen Videos gesehen, die wir hier gedreht haben. Das letzte Mal saßen wir am Kachelofen. Genau. Das ist noch derselbe Kachelofen. Das ist noch derselbe Kachelofen. Ja. Ich glaube auch die gleiche Theke noch, oder? Die Theke ist schon mal wieder ein bisschen erneuert worden. Es kamen natürlich diese Kühlsituationen immer wieder anders. Und jetzt dieses Jahr
also 2023 steht wieder eine Thekenerweiterung, oder nicht Erweiterung, aber eine Thekenneuerung an. Erweitern wollen wir eigentlich in den Schwarzwaldräumen, nicht in den Schwarzwaldstuben. Das soll eben einfach so das Historische bleiben. Und wenn es dann halt ein bisschen kleiner ist, ja, dann ist es halt so. Oder jetzt hier dieses Bild, das war früher ein Speisesaal, wo auch Hochzeiten stattgefunden haben. In der Zeit ist auch neues Porzellan angeschafft worden mit dem Schwanemblem. Es war also da grundsätzlich, kann man sagen, eine gewisse Aufbruchsstimmung in den 50er Jahren. Man hat sich im Fremdenverkehr was erhofft. Gäste konnten wieder reisen. Schweizer Gäste sind für uns ja immer wichtig, sind wiedergekommen. Es hat sich also da sehr gut stabilisiert und so ist man hier halt im Haus auch mitgegangen. Und ist dann, ja, oder das hier ist jetzt hier auch die Da haben die wir Stube. Noch die alten Sitzbänke. Da hat man noch die alten Sitzbänke, ohne Polster natürlich. Und hier, früher war natürlich auf jedem Tisch noch ein Aschenbecher, ist ja heute gar nicht mehr auszudenken, weil das hat man halt, die Leute haben geraucht und ihre Zigarren und alles Mögliche. Das ist eben die Zeit gewesen. Ja, wie gesagt, es war eine gewisse Aufbruchstimmung dann doch da. So, kommen wir nochmal zurück zur Landwirtschaft. Ja. Früher gab es ja keine Traktoren oder gab es schon, aber es wurde früher ja viel noch mit Pferden gemacht. Pferdegespanne sind gemacht worden und wir hatten ja ein paar Jahre zurück noch eine Holzhandlung. Da musste das Holz natürlich gefällt werden und dann aus dem Wald geschleift werden. Man hatte keine Traktoren oder irgendwelche Radlader, was es da so gibt. Man musste das halt mit Pferdegespann und Wagen machen. Und das ist jetzt so ein Bild von der Heuernte. Da ist man mit dem leeren Leiterwagen mit zwei Pferden vorne dran auf die Wiesen und hat das Heu geholt. Genau. Und das Bild? Das ist ein Festtags eigentlich, das seit 1949. Gab es das Hans-Thoma-Museum hier in Bernau, ist gegründet worden damals. Und zu diesem Hans-Thoma-Museum gab es jedes Jahr, zweiter Sonntag im August, so wie es heute noch ist, ein Fest, ein Volksfest kann man praktisch sagen. Es waren alle Dorfbewohner involviert, entweder in den Vereinen oder in der Theatergruppe. Und dann war dieser sogenannte Hans-Thoma-Tag und dann sind die Häuser festlich geschmückt worden mit Tannenzweigen. Und das ist jetzt ein Bild da, also bestimmt von diesem Hans-Thoma-Tag an diesem Sonntag. Die Leute in Trachten hier, die Frauen und auch die Pferde hatten hier Schmuck. Also das ist der sogenannte Hans-Thoma-Tag gewesen. Wunderschön. So, auf jeden Fall, ich finde, für heute haben wir genug erzählt. Wir bedanken uns natürlich ganz, ganz doll fürs Zuschauen. Es ist ein wenig länger geworden heute. Es ist ein wenig länger geworden und ich bedanke mich beim Axel, dass er hier das so schön macht. Und zum Schluss trinken wir jetzt ein schön gekühltes Glas badischen Wein. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Historie im Schwane. Zum Wohl. Zum Wohl, Franz. Zum Wohl. Euch alles Gute. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.